überaktive Blase betrifft meistens Frauen, weniger Männer. Das bedeutet, dass letztlich die Miktionsfrequenz, also die Frequenz, wo man die Toilette aufsuchen muss, deutlich erhöht ist. Ein normaler Erwachsener wird je nach Trinkmenge so zwischen 3 und 6 Mal pro Tag auf Toilette gehen, seine Blase entleeren. Bei einer überaktiven Blase kann das enorme Mengen ergeben, die teilweise bis 20, 30 Mal Toilettengänge erfordern, auch nachts dann. Wir hier am Marienhospital in Wesel behandeln das Krankheitsbild in der Regel medikamentös über Tabletten, die man täglich nimmt. Es gibt aber Menschen, die darauf leider nicht ausreichend reagieren, und wir sind dann in der Lage, diesen Menschen auch anbieten zu können, eine Botox-Injektion in die Blase anzubieten. Allerdings ist das ein relativ kleiner Eingriff, den wir heutzutage sogar ambulant in einer lokalen Betäubung durchführen können. Bei der überaktiven Blase ist es so, dass operative Maßnahmen nicht erfolgsversprechend sind. Also eine überaktive Blase ist leider erstmal eine chronische Erkrankung, die also auch meist ein Leben lang begleitet. Man kann sie mit dieser medikamentösen Behandlung oder Botox-Behandlung gut einstellen, sodass die Menschen wieder eine gute Lebensqualität zurückbekommen. Allerdings ist es in den seltensten Fällen so, dass man langfristig dann auf eine Behandlung verzichten kann.